Schon im Mai war ja bekannt geworden, dass die Kölner Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen gegen den Kölner Kardinal Wölki ausgeweitet hat, im Zusammenhang mit der Aufklärung von Fällen sexueller Gewalt in der katholischen Kirche. Jetzt haben am Morgen Staatsanwaltschaft und Polizei mehrere Objekte des Kölner Erzbistums durchsucht, darunter auch die erzbischöfliche Residenz und das Generalvikariat. Hintergrund ist der Verdacht, dass Wölki bei einer Aussage unter Eid vor Gericht gelogen haben könnte. Es geht da um Meineid, heißt also, Kardinal Wölki soll vor Gericht gelogen haben. Ingrid Bertram in Köln. Wölki soll ja den Ermittlern heute persönlich die Tür aufgemacht haben. Hat er sich denn zu den Durchsuchungen auch gleich geäußert? Davon ist erstmal nichts bekannt. Aber tatsächlich ist es so, dass Wölki selbst die Tür geöffnet hat. Das hat der WDR auch sogar aufgenommen. Er hat keinen Widerstand geleistet, hat der Polizei die Tür geöffnet und sie hineingebeten. Seitdem laufen die Durchsuchungen. Ich bin jetzt gerade hier vor der erzbistümlichen Residenz, hier mitten in der Innenstadt von Köln. Es wird noch weiter an anderen Orten durchsucht. Es gibt drei weitere Orte hier in Köln. Und es wird auch noch in zwei Orten außerhalb von Köln, nämlich in Lohfelden und in Kassel, nach Unterlagen gesucht. Worum geht es denn jetzt bei dem Vorwurf? Also welche Unterlagen werden benötigt, in welchem Fall? Genau, es geht hier um den Vorwurf des Meineids, und zwar in den sogenannten Bild-Zeitungsprozess. Den hat Wölki selbst angestrengt. Er hat gesagt, hier werden meine Persönlichkeitsrechte angegriffen. Das möchte ich vermeiden. Und in diesem Prozess geht es darum, dass ihm vorgeworfen wird, dass er wissend einen Priester in Düsseldorf befördert hat zum stellvertretenden Stadtdechanten und darin und das aber gemacht hat, während er durchaus in Kenntnis war, dass dieser eben sexuellen Missbrauch betrieben hat beziehungsweise an sexuellen Handlungen an Minderjährigen beteiligt war. Bestreitet Wölki bekanntermaßen, und zwar geht es konkret in diesem Prozess darum, er hat einen Brief geschrieben, an Rom geschrieben, in dem eben genau diese Handlungen beschrieben wurden, und er hat ihn unterschrieben. Wölki behauptet, er hätte diesen Brief nicht gelesen, sondern einfach nur unterschrieben. Jetzt gibt es aber auch Unterlagen, ein Protokoll des Justiziars des Bistums, in dem nochmal dargestellt wird, dass durchaus Wölki dieses gewusst haben soll. Eine Abschrift davon liegt auch dem WDR vor. Und die Staatsanwaltschaft sucht jetzt nach den Originalen, um letztlich den Meineid, den er im Prozess geleistet hat, zu widerlegen. Es geht natürlich nach wie vor die Unschuldsvermutung, aber das nochmal zusammenzufassen. Dieser Brief würde belegen, dass Wölki von den sexuellen Übergriffen des Pfarrers sogar en Detail gewusst hat, hat dann aber vor Gericht das Gegenteil behauptet. Ja, es ist also in dem Brief, der nach Rom ging, an die Glaubenskongregation bittet Wölki um eine Weisung, wie er umgehen soll mit diesem Priester. Und in diesem Brief wird sehr genau beschrieben, dass dieser eben junge Männer minderjährig beobachtet haben soll bei sexuellen Handlungen. Es wird auch davon gesprochen, dass offenbar Pornos geguckt wurden etc. Also es wird sehr genau beschrieben. Es scheint, dass Wölki diesen Brief selbst verfasst hat. Aber Wölki sagt wiederum, nein, das habe er nicht getan. Es wurde im Prozess auch noch bekannt, dass eine Sekretärin ihm auch noch mal darauf hingewiesen haben soll oder ihm diese Handlung beschrieben haben soll. All das konnte aber bisher noch nicht richtig belegt werden, weil eben Wölki sich dagegen wehrt und eben sagt, er hätte das blindlings unterschrieben. Und deswegen steht hier noch eben der letzte Beweis aus. Genau, und deswegen die Durchsuchung heute. Falls sich das Ganze bestätigt, welche Strafe droht Wölki für diesen Meineid? Ja, Meineid ist halt tatsächlich ein Straftatbestand. Das wird mit einem Jahr Haft kann das eben bestraft werden. Also insofern steht hier wirklich in Frage die Glaubwürdigkeit schon mehr denn je von Wölki in Frage. Und die Frage letztlich ist kurz davor, wenn die Staatsanwaltschaft eben einen klaren Beleg findet, dann könnte es wirklich zu einer Wendung auch in diesem Prozess kommen. Durchsuchungen beim Kölner Kardinal Wölki. Ingrid Bertram, danke nach Köln.